Und willkommen zurück hier im frostigen Owly Valley im Spiel Farthest Frontier. Owly Valley haben wir unsere kleine Ortschaft genannt. Und aktuell, ihr seht schon, liegt hier Schnee. Es ist bitterkalt. Wir sind, nicht sehr gut versorgt. Der Nahrungsvorrat ist sehr knapp. Ich hoffe, wir überleben den Winter. Ja, wir haben in der letzten Folge eine Räucherei gebaut und ja, wir wissen es, die Nahrungsvorräte sind knapp. Ich hoffe ja, dass Gräner ist unsere Räucherfrau, dass die jetzt genug, Nahrung räuchert, damit wir über den Winter kommen. Wir haben genug Brennholz, das sollte kein Problem sein. Wir haben genug Bretter, genug Steine, das ist alles zu Genüge vorhanden. Nur die Nahrung, die sieht gerade etwas schlecht aus. Ich bin mir nicht sicher, ob jetzt dieser eine Jäger reicht, aber im Lager sind 80 Fleisch. Oder ist 80 Fleisch. Also eigentlich, hier ist auch 100 Fleisch im Lager. Das sollte ausreichen. Und ich vermute mal, ja, ihr seht schon hier, der See, der ist anscheinend gefroren, also bekommen wir im Winter auch keinen Fisch. Die Beeren sind auch jetzt nicht da. Klar, im Winter haben wir keine Beeren zu pflücken. Da gibt es höchstens andere Bären, aber das will ich nicht hoffen. Und ja, die Vorräte im Ochsen, die sind auch zur Neige gegangen. Wir haben keine Konserven mehr, die wir am Anfang noch dabei hatten. Wir haben hier kein Fleisch. Okay, das ist nicht so schlimm, denn das haben wir hoffentlich hier. Ja, der hat hier im Lager 80 Fleisch. Beziehungsweise das ist, glaube ich, unser Lager. Dieses, jenes. Ja. 10 Felle. Oh nein. Oh nein. Ja, Nahrungsvorräte sind knapp. Das hat sich gerade so ominös verdächtig angehört. Ich lasse mir wieder normale Geschwindigkeit weiterlaufen. Hier Verderb. Hier ist auch Nahrung verdorben im Lagerhaus. Ja, das Blattgemüse. Okay. Wir haben hier noch 10 Felle. Das ist alles. Was hat er noch gelagert? 4 Felle. Okay, das ist nochmal sein eigenes Lager demnach. Verstehe ich das richtig? Das ist im letzten Jahr produziert. Das brauchen wir gar nicht anzeigen, finde ich. Das ist sein Lager. Und das ist wahrscheinlich das, was er jetzt produziert, oder? Ja, nehme ich mal an. Da gibt es noch keinen Tool. Das Spiel befindet sich ja noch im Early Access. Gut, weiß ich jetzt nicht, warum das hier angezeigt wird. Aber aktuell ist zumindest der Nahrungsvorrat ein bisschen gestiegen, auch wenn immer noch was schlecht wird. Gut. Also, wir haben den Winter zumindest überlebt. Das ist schon mal gut. Es ist keiner gestorben, da bin ich schon mal glücklich. Wir haben ein neues Jahr. Auf die vergangene Zeit, mein Freund. Auf die vergangene Zeit. Ein Schluck auf die Erinnerung an die vergangene Zeit. Sehr schön, alles klar. Produktionsrate in der Räucherei. Kann ich die noch? Kann ich da machen? Kann ich erhöhen? Arbeitsrate 94, 94. Wir erhöhen die mal. Ich weiß nicht, wie sich das jetzt auswirkt mit der Produktionsrate. Jetzt ist Räucherfleisch im Lager. Das ist schon mal gut. Und Fisch kommt ja jetzt noch wieder dazu, wenn der Fischer seine Arbeit wieder aufnimmt. Gut, dann machen wir mal weiter. Was brauchen wir? Stadtzentrum, um das aufsteigen zu lassen, braucht noch einen Markt. Haben wir den Markt denn jetzt schon freigeschalten? Der war bei Annehmlichkeiten. Ja, wir können einen Markt bauen. Das würde ich sagen. Dann bauen wir den hier hin. Reißen wir einmal hier die Straße ab. Oh nein! Hier brennt es! Ah, schnell! Löscht! Schnell! Löscht! Hier kann es auch brennen, Leute. Oh, du meine Güte. Alle Dorfbewohner sind am Rennen.
Ich hoffe, sie holen Wasser und löschen es. Muss ich da jetzt irgendwas tun oder holen die automatisch jetzt Wasser vom Brunnen? Sie rennen zum Brunnen, sie rennen zum Haus. Sie haben zwar keinerlei Eimer in den Händen. Man sieht auch leider nicht, dass es gelöscht wird, aber ich vermute mal, dass sie es löschen, oder? Ja! Huh! Erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit. Warum auch immer. Verbesserungsboni. Alles klar. Okay. Puh. Ach nee, das ist die Straße. Das Haus wollte ich hier angucken. Kann man das irgendwie reparieren? Gebäude für die sofortige Reparatur markieren. Strukturelle Integrität. Attraktivität. Gesundheit. Ist wieder im Plus. Okay, muss nicht repariert werden. Alles klar. Puh. Gut, dann bauen wir jetzt hier einen Markt. Der würde doch hier... Ah, der hat auch einen Radius. Das heißt, dann würde ich ja, nachdem wir ja hier lang und nach unten unser Dorfzentrum erweitern, würde ich fast sagen, wir machen den Markt hier tatsächlich mit hin. Damit die Häuser hier mehr Attraktivität bekommen, oder? Ja, dann machen wir den hier mit hin. Einmal hier bitte den Markt. Wir haben genug Ressourcen, das ist schon mal sehr wichtig. Wir haben hoffentlich immer noch genug Fleisch. Nein, Fleisch haben wir aktuell gar keins. Hier steht immer noch 60 und 30. Monatliche Veränderung. Ja, erhalten sind dieses Jahr verloren. Ach, wir haben so viel. Ah. Produktion aktiv. Mindestquote. Die Mindestmenge der Ressource, die Siedlung vorrätig halten muss. Standardmäßig wird die Mindestquote auf 50% des Maximums festgelegt. Wenn das Siedlungslager weniger als diese Menge erhält, wird die Produktion fortgesetzt. Verfügbare Arbeiter werden der Produktion dieser Ressource zugewiesen. Ah, da kann ich aber nichts einstellen. Okay. Ach so, hier. Produktionslimits aktivieren, deaktivieren. Wenn Produktionslimits deaktiviert sind, produzieren die Dorfbewohner diese Ressource so lange, wie die erforderlichen Materialien zur Verfügung stehen. Wenn Produktionslimits aktiviert sind, entscheiden die Dorfbewohner auf Basis der festgelegten Mindesthöchstwerte, wann sie die Produktion einstellen bzw. fortsetzen. Ach du meine Güte. Das heißt, ich kann sagen, Mindestquote, Auto, Höchstquote... Ah. Ja, weiß ich jetzt natürlich nicht, wie viel. Ach, da kann ich dann direkt was eintragen. Mindestquote, dann machen wir mal 70. Und Höchstquote 500? Ich habe keine Ahnung. Machen wir mal da 100. Weil wir haben ja hier, haben wir gar nichts im Lager. Nahrungsvorräte sind schon wieder knapp. Nein, wir machen das mal wieder aus. Wir machen einfach so weiter wie bisher. Nein, einfach weiter produzieren, bitte. Denn das Fleisch wird ja hier an die Räucherei geliefert. So. Und die räuchert fleißig. Und wo ist unser Angelmeister hier? Hier, der angelt fleißig. Prima. Wir brauchen also unbedingt noch was. Oh, wir haben jetzt unseren Markt hier. Ich mache mal nochmal langsame Geschwindigkeit, dass wir uns das alles in Ruhe anschauen können. Ah, schaut auch schön aus. Wenn auch etwas unbelebt. Oh, ein Raubtier wurde gesichtet. Oh, ich hoffe... Wo ist denn Falk? Kann Falk sich um das Raubtier kümmern? Oh ja, der kümmert sich um das Raubtier, schaut mal. Oh, Wahnsinn. Falk, einmal nochmal und... gut.
Falk hat sich um das Raubtier gekümmert. Sehr schön. Okay. Also, er sorgt auf jeden Fall jetzt mal für Fleisch. Wir müssen auch zusehen, dass der weiterhin einen Bogen bzw. Pfeile zur Verfügung hat. So, wir haben aktuell einen Monatsvorrat und wir haben aber null verderbt. Oder nichts, was verdirbt. Das ist schon mal gut. Was haben wir denn noch für Nahrungsproduktionen? Ja, den Acker. Wir sollten unbedingt jetzt mal einen Acker anlegen. Habe ich halt keine Ahnung, wie das funktioniert. Aber hier ist so schön Fruchtbarkeit. Ich würde gerne hier mal einen Acker anlegen. So, wir machen mal. Ich weiß auch nicht, wie groß muss der sein? Gibt es da irgendeine Mindestgröße? Ach ja, ja, anscheinend. Dann machen wir mal ein schönes Ackerfeld. So. Schauen wir uns das mal an. Ich hoffe, dass wir das hinkriegen werden. Hier mal die Straße. Und da muss, glaube ich, nämlich noch... Oh, werden überhaupt noch Ressourcen abgebaut? Ja, hier wird noch abgebaut fleißig. Hier wird noch fleißig abgebaut. Hier mal noch die Steine bitte mitnehmen gleich. Hier diesen Stein bitte auch noch mit abbauen. Habe ich den jetzt mit markiert? Nein. Und diese Steine nehmen wir auch noch mit. Die lassen wir stehen, die bringen ja Nahrung. Aber die hier vielleicht noch. So, die bringen nämlich wieder weiter Holz und da will ich eh noch was bauen. Was ist hier? Ach so, das ist unsere Baustelle, genau. Wir lassen mal wieder normale Geschwindigkeit laufen. Räucherei haben wir, perfekt. Was brauchen wir nochmal hier? Wir brauchen jetzt nur noch 30 Bevölkerung, dann könnten wir das Stadtzentrum schon mal ausbauen. Das ist irgendeine tolle Info, was bringt uns das? Weiß ich nicht. Ach hier, Berufe... Ressourcen auf Lager. Oh, lege fest, wie die Ressourcenkategorien angezeigt werden und ob Waren sichtbar sein sollen, die die Siedler nicht auf Lager haben. Hier wird angezeigt, welche Ressource die Siedlung in welcher Menge eingelagert hat. Wähle eine Ressource aus, um detaillierte Informationen zur Produktion und zu Produktionsstätten anzuzeigen, Produktionslimits festzulegen und zu sehen, wofür die Ressource verwendet wird. Und hier ist noch eine Übersicht über alle Lagergebäude in der Siedlung und über den dort noch verfügbaren Platz. Zeigt auch den Status aller Unterkünfte in der Siedlung sowie Verderbte und Verschleiß von Lebensmitteln und anderen Waren. Lebensmittel verderben mit der Zeit. Je nach Lagerung halten einige Lebensmittel länger als andere. Kleidung und Ausrüstung verschleißen mit der Zeit, wenn sie von den Dorfbewohnern genutzt werden. Alles klar. Das kann ich hier wieder ausschalten. Okay. Stapelplatz, Lagerhaus, Rübenkeller. Versorgt Unterkunft, Nahrungsverderben. Oh. Okay, Kleiderverschleiß und Ausrüstungsverschleiß ist noch nicht. Gut. Zufriedenheit. Steht auch alles gut aus. Sehr cool. Nahrung, Gesundheit, Obdach, Attraktivität, Schuhe, Kleidung, Familie. Das ist ja witzig. Wahnsinn. So, ja, wir müssen aber unbedingt einmal jetzt hier für... Wir haben ganz wenig Nahrung immer noch. Okay. Aber wir haben ja nichts weiter außer... einen Jäger. Haben wir noch irgendwo ein Jagdgebiet? Wenn wir... Oh, hier kann man noch Eier. Oh, Vogelnester. Kann der Sammler... Ich habe doch hier noch einen Sammler. Ah, hier ist auch nichts mehr zum Sammeln. Das ist natürlich schwierig dann. Hier wäre noch Blattgemüse zum Sammeln, aber ich würde sagen, noch ein bisschen weiter. Dann soll der andere Sammler hier sammeln. Dann sammelt unser Sammler von hier einfach mal da. Und der Sammler von...
Oh, habe ich jetzt. Nee, passt schon. Und der Sammler... Wo ist denn hier? Hier. Der Sammler von hier... Ach, jetzt habe ich doch das falsch rumgemacht, ja. Nee, der Sammler von hier, der soll mal die Vogeleier einsammeln. Und der Sammler hier... Ja, der sammelt hier unten. Okay, passt das jetzt, ne? Ja, so ist besser. Der sammelt hier. Und der sammelt hier die Vogeleier ein. Und hat dann hoffentlich auch noch ein bisschen Blattgemüse. Ja, und der hier hat Blattgemüse und wir haben wieder keine Beeren, obwohl wir im Sommer sind. Müssten da nicht die Beeren? Na, die kommen dann immer erst noch im Herbst, glaube ich, ne? So. Okay. Hier das Feld. Wie sieht es da aus? Kann ich das irgendwie anklicken? Habt ihr da irgendwas? Baut ihr das gerade? Gut, ihr. Ihr bestellt das Feld. Und was genau macht ihr da? Ach so, das wird erst noch gebaut. Ist noch nicht fertig. Alles klar. Was müssen die jetzt erst noch machen? Die Zufriedenheit ist immer noch sehr hoch. Die Nahrung ist immer noch sehr niedrig. Ich hoffe mal. Sammelst du mal bitte die Eier hier ein? Wo ist denn hier unser Sammler? Wo ist denn Ethan? Ethan, kannst du bitte hier die Eier einsammeln? Kann ich dich hier hinschicken? Kannst du bitte hier Vogelnesteier einsammeln? Geht das? Kann ich sagen, dass du die einsammeln sollst? Denn die sind ja auch nicht ewig da, bestimmt. Hier kommt Ethan. Sammelt er jetzt Eier ein? Ethan, hier Vogeleier einsammeln, bitte. Hm. Schade. Ich hatte gehofft, er wartet auf Befehl. Ja, hier Vogeleier einsammeln. Ah, okay. Sammelt Blattgemüse. Schade. Du solltest eigentlich die Vogeleier einsammeln, aber gut. Ich könnte höchstens sagen, Gebäudeproduktion umschalten. Schade, ich kann ihm also nicht sagen, dass er jetzt Eier einsammeln soll. Aber das wird er dann schon zusätzlich noch machen zu dem Blattgemüse. Solange die Eier dann noch da sind, heißt es natürlich. Außer, ich mache den Radius einfach. Ah, jetzt haben wir auch Beeren. Wir machen das mal so wieder, den Radius. So, einfach mal. Ja. Einmal den Radius. Jetzt haben wir auch wieder die Beeren. Unser Feld kann ich nicht anwählen, leider. Ach doch, wenn ich hier draufklicke, geht das. Feld wird anscheinend noch bestellt. Ich bin gespannt, wie das funktioniert. Das soll wohl nicht so einfach sein. Wie sieht es mit der Räucherei aus? Wir haben Räucherfleisch. Wir haben Räucherfisch. Walfisch und Fleisch. Okay. Also es sollte eigentlich funktionieren. Dann würde ich sagen, hier brauchen wir ja noch mehr. Okay, das heißt, hier zieht aktuell keiner ein. Wahrscheinlich, weil wir zu wenig Nahrung haben, nehme ich an. Ich weiß jetzt nicht, ob es sinnvoll wäre, noch eine Sammlerhütte. Da kann immer nur einer drin sein, oder? Ja. Schade. Deinen Radius versetzen wir auch mal. Du sollst mal lieber ein paar Beeren sammeln. Und dann könnten wir... Hm?
Also als nächstes brauchen wir anscheinend eine Gerberei. Produziert Kleidung. Ja, das ist vielleicht auch ganz wichtig. Denn, wie sieht's aus? Fellmäntel brauchen die ja. Und die Sachen gehen ja auch irgendwann kaputt. Wo war das nochmal gestanden? Berufe. Ressourcen. Okay, Kleiderverschleiß. Sieht alles noch gut aus. Da brauchen wir noch nichts anscheinend. Versorgte Unterkünfte. Ich glaube, das liegt tatsächlich an der mangelnden Nahrung. Kann das sein? Dass das an der Nahrung liegt, die zu wenig ist, dass auch keiner mehr einzieht. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann. Aber sie haben jetzt hier, schaut mal, Räucherfisch, Räucherfleisch, Blattgemüse, Wasser. Und hier ist Abfall. Ah, da gab es doch auch noch was, oder? Annehmlichkeiten, Wohnraum, Lager, Nahrungsproduktion, Verteidigungsanlagen, Lager. Bestimmt eine Annehmlichkeit, oder? Hundehaus, Handelsposten, Schule, Rattenfänger, Kneipe, Apotheke, Theater. Nein, das ist es nicht. Nahrungsproduktion wird es auch nicht sein. Ressourcen wird es auch nicht sein. Doch, ein Kompostplatz ist es, glaube ich, oder? Auf dem Kompostplatz sammeln Fäkaliensammler menschliche und tierische Abfälle, die in nutzbaren Kompost umgewandelt werden. Kompost kann zu Ackerfeldern hinzugefügt werden, um deren Fruchtbarkeit zu erhöhen. Das ist ja cool. Was brauchen wir denn hier noch? Genau, das ist dann Gerber und Schuster und ein Bogenbauer und eine Korbwerkstatt. Wie viele Bögen haben wir noch? Wir haben gar keine Bögen mehr und gar keine Pfeile mehr. Das ist schlecht, denn wenn unser Jäger keine Pfeile mehr hat und keinen Bogen mehr hat... Okay, das heißt, wir bauen jetzt einen Bogenmacher. Produziert Pfeile und Bögen. Ja, das brauchen wir unbedingt. Keine Auswirkung auf die Attraktivität. Das ist schön. Das heißt, wir können das auch ein bisschen integrieren wieder. Wobei wir ja... Ja, wir integrieren das hier so ein bisschen. Hier ist ja dann das Feld. Das ist vielleicht nicht so schön. Aber hier würde es doch, glaube ich, ganz gut aussehen. Hier finde ich das schön. Einmal die Straße hier entlang gezogen. Genau, weil wir brauchen unbedingt Bögen. Jetzt ist nämlich schon wieder Herbst. Das heißt nämlich, hier wird es schon wieder schwierig mit der Nahrung. Unser Sammler hat ja jetzt die Eier eingesammelt. Ja, die Eier hat er eingesammelt. Das heißt, wir verladen mal das nach hier, dann hat er es nicht so weit. Einmal noch die restlichen Beeren einsammeln. Wie sieht es mit unserem Rübenkeller aus? Okay, wir haben jetzt hier Beeren, wir haben Räucherfleisch, wir haben Blattgemüse und wir haben Fisch. Ich möchte aber gerne geräucherten Fisch eigentlich haben. Ich hoffe, sie räuchert auch fleißig. Erhöhen wir hier mal die Rate noch. Geht das? Ich weiß nicht, wie das dann gemacht wird. Arbeitsrate. Unsrate. Weiß ich nicht. Ich hoffe, das funktioniert. Aber ich glaube ja, weil wir brauchen ja kein rohes Fleisch und auch keinen rohen Fisch. Okay, sie ist auf jeden Fall 0% untätig. Das ist schon mal sehr gut. So, ist jetzt unser Feld? Ah, schaut mal. Oh, das dauert ja sehr lange, bis die unser Feld fertig haben. Das heißt, wir kommen jetzt erstmal noch in den nächsten Winter, bevor wir das Feld überhaupt bestellen können. Okay.
Ich hoffe, das ist kein Problem. Aber aktuell, schaut mal, sieht es ja gut aus. Außer, dass immer noch 8 Nahrung verderben. Wir haben aber doch jetzt ein Lagerhaus. Einen Rübenkeller. Das ist eine normale Hütte. Ein Lagerhaus. Gibt es nochmal ein anderes Lager? Nee, das ist nur der Rübenkeller, der für die Nahrung sorgt. Ein Kornspeicher. Aber das ist ja nur von Getreide. Wenn wir das irgendwie ausbauen, geht das? Den Rübenkeller. Verbessern. Ach ja, da brauchen wir immer noch das Stadtzentrum auf Stufe 3. Und wir brauchen Backsteine. Backsteine bekommen wir aber nur, wenn wir wahrscheinlich Ton abbauen. Okay, was brauchte das hier noch? Ach, immer noch die 30. Na gut. Dann müssen wir hoffen. Oh, das ist ja mies. Wir haben 15 Vorrat. Oh, ein Gebäude steht in Flammen. Bitte löscht es. Nein. Oh, das ist ja dramatisch hier. Dieses Gebäude steht in Flammen. Wie kann denn eine Sägegrube in Flammen stehen? Bitte schnell löschen, Leute. Ja, rennt einfach mal schnell da durch, bitte. Sie rennen mitten in die Flammen. Selbst hier ein 4-Jähriger sucht Schutz. Und löscht. Ja, die löschen alle das Feuer. Sehr gut, sehr gut. Wir müssen unbedingt auch wieder für Wasser sorgen. Wie viel Wasser haben wir denn hier noch? Okay, das ist noch gut, glaube ich. Sehr schön. Den können wir doch auch irgendwie upgraden, oder? Wir müssen aber erst das Stadtzentrum erweitern. Okay. Und dafür brauchen wir noch mehr Einwohner. Ja, ich weiß nicht, was man dagegen tun kann. Dass die Nahrung nicht so schnell verdirbt. Das finde ich tatsächlich ein bisschen schade, denn wir haben jetzt hier Räucherfleisch, das muss doch länger halten. Die Beeren, okay, die ist klar. Kann ich die Beeren noch irgendwie verarbeiten dann? Gibt es da noch was für die Beeren? Bei Stufe 3. Nee, wir haben jetzt hier also noch eine Windmühle. Dann gibt es eine Bäckerei, eine Scheune. Wir dann noch Vieh beherbergen. Ah, eine Obstplantage. Gut, das ist dann für Obst für weiteres. Eine Käserei. Oh, und eine Konservierungsstätte. Das ist toll, das brauchen wir unbedingt. Dazu brauchen wir aber erst, ja, wir müssen unbedingt das Stadtzentrum erweitern. Das ist ganz wichtig. Ja, wir müssen also für mehr Einwohner sorgen und vielleicht für ein bisschen mehr Attraktivität. Können wir das irgendwie erhöhen? Attraktivität ist ja hier nicht sehr hoch. Wir könnten ja vielleicht schon ein bisschen mit Dekoration spielen. So, schaut mal. Wir machen hier mal wieder ein bisschen halbe Geschwindigkeit. Wir können Bäume pflanzen. Ah, das kostet ja Gold. Wir haben ja nicht so viel Gold. Markt bringt ein bisschen Gold. Können wir am Markt was verkaufen? In diesem Gebäude lagert ein Lebensmittelhändler Haushaltswaren und verteilt sie an die Häuser, um den arbeitenden Dorfbewohnern Zeit zu ersparen. Märkte generieren zudem Steuerannahmen und erhöhen die Attraktivität umliegender Häuser. So, und jetzt? Kann ich also nichts verkaufen? Wäre halt noch cool, ne? Wenn ich da auch was verkaufen könnte. Besser. Reduzierung von Verderb. Ah,
Fässer gewähren einen Bonus auf die Zeit, die Lebensmittel gelagert werden können. Wir brauchen einen Fassbinder. Ist klar. Okay. Also, wo kriegen wir nochmal das Ressourcen? Brennholz, Bogner, Korbwerkstatt. Wo ist denn ein Fassbinder? Produktion, da war es glaube ich nicht dabei. Bossen. Brunnen, Brennholz, Sägegrube, Gerber, Schuster, Bogner, Korbwerkstatt, Kompostplatz. Hier ist es, glaube ich, nicht dabei. Und was es da alles gibt. Dabei. Um Lager. Fassbinder. Oh. Fassbinder ist auch erst Stufe 3. Oh, Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn. Alles klar. Gut. Also, können wir vielleicht trotzdem ein bisschen... Wir haben jetzt 48 Gold und wir bekommen anscheinend immer 6 Gold dazu. Okay, was würde denn sowas kosten? Ein kleines Gebüsch, ein kleiner Garten, ein mittlerer Garten, 30. Oh, das ist ja teuer. Ein Baum, das kostet schon 5. Hier, der kleine Garten, der kostet kein Gold. Dann nehmen wir doch einen kleinen Garten. Der steigert so ein bisschen die Attraktivität. So. Wo packen wir denn den kleinen Garten hin? Hier wird die Attraktivität dann gesteigert. Hier haben wir schon 20%. Ja, das müssen wir irgendwie hier machen. Hier ist sowieso sehr wenig Attraktivität. Also machen wir hier einmal. Hier. Das ist nur ein einzelner Raum. Oh je, na, den schauen wir uns einfach mal an. Können wir ja notfalls vielleicht verschieben. Schauen wir uns mal diesen Garten an, wie das aussieht. Oh. Bauarbeiten wurden wegen des Winters eingestellt. Ja, okay, das ist in Ordnung. Oh, was ist mit dir? Oh je, die ist nicht mehr sehr gesund. Warum, was hat sie? Eine Beschwerden? Na, ich hoffe, das funktioniert hier so, wie wir uns das vorstellen. Wir stellen mal die Geschwindigkeit dann auch wieder auf normal. So, schwierig ist jetzt allerdings tatsächlich, dass wir ja dann auch irgendwann mal ein Krankenhaus benötigen. Und wir müssen immer wieder mal unsere Sammlerhütten anschauen. Die hat hier nichts zu sammeln. Haben jetzt aber auch nichts zum Sammeln. Eier sind keine da. Ja, da gibt es eigentlich nichts zu sammeln. Wieso ist der obdachlos? Und der denn. Wohnt der denn nicht in der Sammler. Ach doch, jetzt passt es wieder. Okay. Ja, und was ist das hier? Verdorbene Lebensmittel. Und unser Sammler hier. Ja, der hat aktuell auch nichts zu tun. Okay, das heißt, jetzt ist wieder nur unser Jäger aktiv. Also wir müssen unbedingt, Leute, können wir nochmal irgendeinen irgendwo abziehen? Hat irgendein Dorfbewohner nichts zu tun hier? Wir müssen unbedingt dafür sorgen. Weil wir haben genug Fleisch, glaube ich, oder? Ewild ist ja immer noch da. Und Fleisch ist anscheinend auch genug da. Na gut, müssen wir mal abwarten, ob wir dann... Ja, über diesen Winter kommen wir, glaube ich, gerade noch so. Wir müssen echt versuchen, irgendwie dann mal hier einen Acker anzulegen nach dem Winter und für Brot sorgen.
Und eben vielleicht in einem Wohnraum ist eigentlich genug vorhanden. Wir brauchen 30, damit wir endlich das Stadtzentrum erhöhen können. Alles klar, mache ich hier auch erstmal wieder auf langsame Geschwindigkeit. Unterbreche hier erst einmal wieder. Ich hoffe, ihr habt hier wieder eine entspannte Zeit und es macht euch Spaß, hier zuzugucken. Und ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge auch wieder mit dabei. Ich würde mich sehr freuen. Sage jetzt erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal.